Geiselnahme in Pakistan und Kaufknopf bei Google. Mein Name ist Arne und das sind die Was geht ab Flash News. In der Stadt Peshawar in Pakistan haben Taliban-Kämpfer eine Schule gestürmt und 120 Menschen getötet. Davon waren 84 Schüler. Augenzeugen berichteten, dass die Terroristen sofort das Feuer auf die Schüler eröffneten. Es wurden über 80 Menschen verletzt und noch immer befinden sich Schüler in der Gewalt der Taliban-Kämpfer. Betroffen sind Schüler von der 1. bis 6. Klasse. Die Gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, kurz TTP, hat sich zu dem Angriff bekannt. Sie sagten, dass sie Scharfschützen und Selbstmordattentäter in dem Gebäude hätten und dass nur auf ältere Schüler geschossen werde, nicht auf Kinder. Die Schule, die sie besetzen, wird von der pakistanischen Armee finanziert, also dem Feind der Taliban. Laut der TTP sei der Angriff eine Reaktion auf die Militäroffensive der pakistanischen Armee gegen die Taliban. Die Armee unterhält mehrere Schulen und Universitäten, die häufig auch Kindern offenstehen, deren Eltern keine Soldaten sind. Peshawar ist übrigens eines der häufigsten Ziele von Terrorangriffen in Pakistan. Auch gestern gab es schon ein Geiseldrama, nämlich in einem Café in Sydney. Die Polizei stürmte das Café und dabei starben drei Menschen. Der Filialleiter, eine Anwältin und der Täter Manhoron Hornes. Manhoron Hornes war ein bekannter Islamist, der bereits wegen sexueller Belästigung im Gefängnis saß. Im Mai kam er aber frei, weil er eine Kaution bezahlte. Viele Australier fordern darum eine Gesetzesreform. Etwa 20.000 Australier haben schon eine Petition unterschrieben. Sie wollen, dass eine Freilassung auf Kaution erschwert wird. Mehr Infos zu dem Geiseldrama gibt's in den Flash News von gestern, die wir euch auch in der Endcard verlinken. Heute Morgen hat die deutsche Bundespolizei eine Schleuserbande festgenommen, die Eritreer über Italien nach Deutschland geschmuggelt haben soll. Wie viele Personen genau festgenommen wurden, ist noch nicht bekannt. Die Haftbefehle wurden aber heute Morgen vollstreckt. Die Festgenommenen werden beschuldigt, über 700 Menschen aus dem nordafrikanischen Eritrea nach Deutschland geschleust zu haben. Die Verhaftungen fanden in Hamburg, im Umfeld um Dortmund und im Rhein-Main-Gebiet statt. Auch in Italien geht die Polizei gerade gegen die Schleuserbande vor. Google überlegt, einen Kaufknopf einzuführen, um Amazon Konkurrenz zu machen. Mit dem Button soll es Nutzern ermöglicht werden, direkt Produkte zu kaufen. Momentan ist es ja so, dass man von Google verschiedene Shop-Seiten angezeigt bekommt, wenn man ein Produkt googelt. Um dies zu kaufen, muss man aber auf eine der Seiten gehen. Mit der neuen Funktion, also dem Kaufknopf, würde dieser Schritt wegfallen. Nutzer können Produkte direkt über Google erwerben. Zusätzlich sollen Händler auch ihre Lieferzeiten angeben können, wenn diese 2 Tage beträgt. Mit diesen Funktionen würde Google in direkte Konkurrenz zu Amazon treten. Hier gibt es jetzt noch mehr News zu Google und hier gibt es die Flash News von gestern, in denen wir über die Geiselnahme in Sydney berichtet haben. Und nun zu euch. Würdet ihr einen Kaufknopf bei Google nutzen und glaubt ihr, dass die Taliban durch dieses Massaker wieder mehr Zulauf von Islamisten bekommen werden? Das waren die Flash News und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.